dir wehgetan? Dolicarino, mein Stern! Ich sehe auch manchmal Sternen, wenn ich falle. Nein, mein Schlüpftagstern. Seht ihr? Das ist der da oben rechts. Er ist etwas Besonderes. Man sieht ihn nur in 3 Nächten in der kalten Zeit. Er ist nur 1 Fuß breit von der Nachtscheibe entfernt. Mein Schlüpftagstern. Schlüpftag? Was ist denn das? Das ist der Tag, an dem man aus dem Ei schlüpft. Meine Mama hat gesagt, derselbe Stern war an derselben Stelle, an demselben Tag, an dem ich aus dem Ei geschlüpft bin. Ach ja! Und als wir das geheimnisvolle Jenseits verlassen haben, war auch dein Schlüpftag. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Schön, dass wir diesen Tag noch zusammen verbringen können. Ja, finde ich auch. Ich liebe euch, sagt nicht aus, wie sehr ich euch liebe. Oh. Wir haben dich auch sehr lieb, Rubilein. Ich vermisse euch jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht weg bin. Du musst lernen, wie Chompers Freunde im großen Tal zusammenhalten, meine Kleine. Ja, Ruby, dieses Wissen kann uns eines Tages retten vor... Rotklaue! Schnell, beeilt euch, Kinder! Schnell, Ruby! Komm, Ruby, da lang! Felsen. In der Richtung liegt das große Tal. Los, komm! Auf Wiedersehen. Das war der letzte Tag, an dem ich meine Familie gesehen habe. Entschuldigt, Freunde. Schlüpftage mit meiner Familie waren immer so fröhlich. Wenn ich daran denke, werde ich ganz traurig. Ich wollte dich wirklich nicht traurig machen, Ruby. Los, komm, spielen wir noch ein paar Schattenspiele. Danke, Chomper. Aber mir ist jetzt nicht mehr nach Spielen zumute. Alles klar, auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Dann versuch an etwas zu denken, woran du nicht denkst. Zum Beispiel? Wie wär's mit einer anderen Geschichte? Ruby kann tolle Geschichten erzählen. Jap, jap, jap. Oh ja. Wie wär's denn mit einer Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits? Chomper und ich waren unterwegs zum großen Tal. Und Rotklaue versuchte, uns aufzuhalten. Igitt, was ist das für ein Gestank? Also, ich rieche gar nichts. Aber dein Schnüffler schnüffelt mehr als mein Schnüffler. Igitt, das ist ekelig. Da. Schlimmer als von Rotklaue verspeist zu werden? Da
Dann folge mir, ich laufe vor. Überrascht von dem Wasserstrahl, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Augenblick mal. Du willst mir weismachen, dass einfach so Wasser aus dem Brunnen gesprudelt ist? Du hast ja vielleicht eine Fantasie, Ruby. Aber ich hab's auch gesehen. Ja, na klar. Es gibt Dinge, die musst du erst sehen, damit du weißt, dass du sie gesehen hast. Hä? Willst du etwa mit uns ins geheimnisvolle Jenseits gehen, um uns sprudelndes Wasser zu zeigen? Nein, Zera. Obwohl es gar nicht so weit bis ins geheimnisvolle Jenseits ist. Ja, es ist gleich hinter dem wuchernden Gras. Ich würde gern das Wasser sehen, das in den Himmel hüpft. Japp, japp, japp. Das würde ich auch gern sehen. Ich fasse es einfach nicht, dass ihr das wirklich glaubt. Du wirst uns glauben, wenn du es gesehen hast. Familienglück, dann merk ich, wie die Zeit vergeht. So vieles ist vom Wind verweht. Und dann wird mir schnell klar, ich denk gern dran, wie's früher war. Ob fröhlich oder traurig, ich denk oft an die Zeit zurück. Meine Freunde, hallo! Hallo, Ruby! Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir wollten nur... Wir haben gerade einen langen Spaziergang hinter uns. Wir sind fix und fertig, das sind wir, oh ja! Oh, also ich hab gehofft, wir könnten zusammen sein und ein bisschen spielen. Wir machen erstmal ein Nickerchen. Vielleicht spielen wir später. Na schön. Dann gehe ich eben zu meinem Nachdenkeplatz und sehe mir meinen Schlüpftagstern an. Ich denke, ein einsamer Schlüpftag ist besser als gar kein Schlüpftag. Denn wenn ich keinen Schlüpftag hätte, dann wäre ich nicht aus dem Ei geschlüpft. Und wenn man nicht geschlüpft ist, dann ist man noch einsamer als an einem einsamen Schlüpftag. Oh nein! Herz schütteln! Ah! Ah! Hilfe! Ah! Heute ist dein Schlüpftag, Rubilein. Und es ist wichtig, dass du sauber bist für deinen Festtag, weißt du? Ach, meine Kleine, ein Schlüpftag ist immer ein ganz besonderer Tag. Warum
Warum werde ich bloß immer so traurig, wenn ich an meinen Schlüpftag denke? Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby! Ich kann zwar nicht mit meiner Familie zusammen sein, aber dafür mit meinen Freunden. Und wenn ich nicht allein bin, dann muss ich mich auch nicht allein fühlen. Aber zuerst muss ich mal meine Freunde finden.